Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Los geht's. Schalke stößt an in den königsblauen Trikots von rechts nach links und die Hausherren aus Wattenscheid in weiß mit schwarzen Streifen auf der anderen Seite. Und da ist einer der Sané-Brüder, der Jüngere, Sidi, während bei Wattenscheid Kim Sané, der Ältere, der ja zuletzt 5 Jahre Fußballpause hatte und dann im Sommer zurückgekehrt ist, noch auf der Bank sitzt. Und da ist Sidi Sané und er hat direkt mal die erste Chance, kommt zu Fall. Aber Schiedsrichter Tobias Esch zeigt sofort an, das war nichts, aber gefährlich war es auf jeden Fall. Erster Eckball in diesem Spiel. Phil Britschow, Sohn des Trainers Christian Britschow, wird sie treten. Tom Sindermann steht dafür die kurze Variante, aber so viel Anlauf, wie der Britschow nimmt. Er hebt auch den Arm, Ball kommt hoch, Ball kommt gut und an den Pfosten. Und doch mal an die Latte und dann ist er drin, 1:0 für die SG Wattenscheid. Was für ein Tor, Pfosten, Latte, dann drin, nach 5 Minuten, 1:0 für die Hausherren bei den Weiß-Schwarzen. Hier sehen wir es nochmal, die Ecke von Britschow. So, dann ist es der eigene Schalker, der den Ball an die Latte stößt. Auf unseren Kanälen für euch bereit, also spätestens heute Abend könnt ihr euch dann diese Partie in der Kurzfassung nochmal angucken, bei Sporttotal, bei YouTube, bei kicker.de. Und hier der erste richtige Abschluss, der Schalker. Da muss Kilian Neufeld mal zulangen. Casalino auch angeschlagen, Dudek verletzt, deswegen sitzt übrigens Philipp Kunz als Ersatztorhüter auf der Bank. Ja, super Einzelaktion und dann fehlt nur noch der Abschluss. Leistung bis hierhin von Schiedsrichter Tobias Esch und seinen Assistenten. Jetzt wieder das gleiche Duell. Hekeren, oh, das sah nicht gut aus. Und diesmal gibt es wirklich Elfmeter. Jetzt kann der Elfmeter ausgeführt werden. Ganz cool in die linke untere Ecke. Julian Meyer, 2:0. Für die SGW nach 24 Minuten. Hekeren ist ja eigentlich ein kleiner Elfmeterkiller, aber das war wirklich cool von Julian Meyer, wie er da Hekeren verlädt. Sané und Fallrückzieher von Julius Schell über das Tor von Neufeld. Jetzt werden sie hier auch noch artistisch, die Schalker. Und wie erwartet. Und unter großem Applaus die Auswechslung von Omar Jesse. Und für ihn jetzt also Kim Sané mit dabei im Duell mit seinem jüngeren Bruder Sidi bei den Schalkern. Das Bruderduell hat nur ganz, ganz kurz angehalten. Keine Viertelstunde oder ziemlich genau. Nach der Einwechslung von Kim Sané wird jetzt Sidi Sané rausgenommen bei den Schalkern und für ihn kommt Niklas Castelle als Julian Meyer, eigentlich ein Linksaußen, auch 20 Jahre jung, im Sommer vom FC Krai gekommen, ist aber beidfüßig, das kann auch jetzt nochmal wichtig sein, sich da anzupassen. Jetzt die Schussmöglichkeit für Ivan, aber auch das nicht platziert genug. Schalke immer noch im Ballbesitz. Rechts viel Platz für Kereva. Schell hinterläuft. Ivan. Oh, und da ist der Anschlusstreffer. 1:2 für die Schalker, nachdem Neufeld erst noch parieren kann. 5,5 Minuten vor Ende. Ivan zieht ab. Und dann ist es Daniel Kereva mit dem 1:2. Ah, und der Keeper rutscht aus, aber er hat den Ball. Schreckmoment für die Wattenscheider. Neufeld kommt raus, will den Ball aufnehmen und fällt dann auf den Hosenboden. Aus dem Trainergespann haben die Arme erhoben. Sie wollen, dass hier Schluss ist. Yildiz haut den nochmal raus.
Und das war's. Wattenscheid gewinnt 2:1 gegen die Schalker U23. Sensation im Lohr Heide Stadion. Und die SGW ist nicht mehr Schlusslicht in der Regionalliga West. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.